willkommen bei Andreas Wimbacher, Personaltrainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute zu einem Thema für euch, und zwar das Thema, oft in Fitnessforen diskutiert, heiß diskutiert, das Thema Low-Carb-Ernährung ist ungesund, beziehungsweise Low-Carb-Ernährung in Verbindung mit Kraftsport wäre ungesund. Kann man so eine pauschale Aussage stehen lassen? Natürlich nicht, weil pauschale Aussagen machen in der Regel keinen Sinn. Warum? Eine Low-Carb-Ernährung grundsätzlich ist nicht zwangsläufig ungesund. Ungesund wird es dann, wenn diese Low-Carb-Ernährungsweise, was die Gesamtkalorienzufuhr anbetrifft, das heißt Proteine, Fette und Kohlenhydrate, im Verhältnis zur Sportintensität und zur Sporthäufigkeit und zum Grundbedarf zu weit unterkalorisch ausfällt. Das ist dann genauso ungesund wie jede Diät, die teilweise auch von Ärzten verschrieben wird, unterkalorische Diäten in Verbindung mit Sport. Auch das kann auf Dauer, wenn man es zu lang betreibt, ungesund sein. Low-Carb-Ernährung in Verbindung mit Kraftsport ist dann ungesund, wenn folgende Parameter zusammentreffen. Der Kunde, der Sporteinsteiger, der Fitnessbegeisterte steigt ein und bucht sich ein pauschales Trainingsernährungsprogramm über 18 oder 12 Wochen im Internet. Dazu bekommt er natürlich Vorgaben in Form von Essen, da die Software, die seinen Plan generiert, ihn nicht persönlich kennt, gibt es natürlich pauschale Aussagen in Form von Nährstoffzufuhr, eine Handvoll Nudeln, zwei Handvoll Gemüse, ein Stück Fleisch. So, dazu gesellt sich dann noch ein Trainingsplan. Diese Trainingspläne sind in der Regel natürlich nicht individuell erstellt, sondern es sind Pauschaltrainingspläne, die jeder Person XY mit den Vorhaben, Gewicht zu reduzieren, empfohlen wird. Auch hier wird keine Rücksicht drauf genommen auf die sportliche Vorgeschichte. Es wird keine Rücksicht drauf genommen eben auf den Beruf, was derjenige ausführt. Es wird auch keine Rücksicht drauf genommen auf die persönlichen Parameter des Trainierenden. Und somit haben wir zwei Komponenten, pauschale Aussagen im Bereich der Ernährung, pauschale Aussagen im Bereich des Trainings. Einmal, ein Paket. Führt dazu, dass natürlich eben der ein oder andere, wenn der Gesamtkaloriengehalt zu weit unterkalorisch ist, die Sportintensität nicht zur Person passt und von der Sporthäufigkeit pro Trainingsdauer in der Trainingseinheit und pro Woche Trainingshäufigkeit zu hoch ist. So, wenn diese beiden Parameter zusammentreffen, haben wir schon mal ein kleines Problem. Jetzt kommt es noch darauf an, wie lange das Ganze betrieben wird. Innerhalb von 2-3 Wochen wird ja nichts passieren, wenn es aber zu lange betrieben wird, kann dies zu Problemen führen. Da kommt jetzt aber auch noch ein anderer Standpunkt dazu, und zwar ein anderer Parameter. Und zwar, das sind die Personen, die solche Pauschalprogramme buchen. Und zwar, die haben in der Regel ein Problem, dass sie bedingt durch Instagram, bedingt durch Facebook, YouTube Bilder gesehen haben, wo dann gesagt wird, innerhalb von 18 oder 12 Wochen ist dieses Ergebnis erzielbar. Oftmals steckt dahinter, dass dieses Ergebnis nicht in 18 oder 12 Wochen erreicht wurde, so in einer wesentlich längeren Zeit, und der Nutzer bzw. der, wo da gezeigt wird, der macht den Sport schon viel, viel länger. So, jetzt kommt natürlich der User, nutzt das ganze Pauschalprogramm aus dem Internet, Pauschalernährungsprogramm, Pauschaltrainingsprogramm, und ist natürlich noch besonders ungeduldig, besonders ehrgeizig und trainiert einfach von der Trainingsdauer pro Trainingseinheit zu lange. Hat natürlich einen falschen Trainingsplan noch dazu. Dazu kommt natürlich, dass er vielleicht das ein oder andere Mal, auch was die Ernährungsweise anbetrifft, noch übertreibt, dass er eben einfach von sich aus noch zusätzlich viel zu wenig isst, um schnellstmöglich dieses maximale Ziel, was aber völlig unrealistisch ist, zu erreichen. Und diese Kombination zwischen diesen verschiedenen Parametern kann dazu führen, dass eine Low-Carb-Ernährungsweise auf Dauer natürlich auch gesundheitliche Probleme mit sich bringen kann. Gesundheitliche Probleme in Form von niedrigem Blutdruck, in Form von Konzentrationsschwäche, in Form von Aggressivität, in Form natürlich auch von extremer Trägheit, in Form von Leistungsverlusten, dies nicht nur im Sport, sondern Leistungsverlust natürlich auch im Beruf und somit natürlich auch ein Problem eben, wenn man Angestellter ist, mit seinem Chef bzw. mit seinem Vorgesetzten. Das alles kann dazu führen, dass diese gesamte Geschichte ungesund ausfällt. Aber grundsätzlich an der Low-Carb-Ernährungsweise liegt das nicht und auch nicht an Krafttraining, sondern eben an den Parametern, die ich gerade eben erwähnt habe. Das war's schon, Andreas Wimbacher, Personal aus Karlsruhe, auch bekannt als Mr. T, zum Thema, ist die Low-Carb-Ernährungsweise in Kombination mit Krafttraining gesundheitsschädlich? Bis bald. Weitere Infos bekommt ihr bei Facebook, und zwar facebook.com/personaltrainer Karlsruhe.